Warum fühlen sich manche spirituell erwachte Menschen alleine? Und warum können sich spirituelle Menschen nicht mehr über diese oberflächlichen Themen unterhalten? Gehörst du vielleicht auch dazu? Hast du festgestellt, dass du einige Freunde verloren hast und jetzt eigentlich gar niemand mehr da ist, mit dem du dich unterhalten kannst, weil auch die Gespräche, die du sonst hattest, dich langweilen? Die sind einfach nicht mehr passend für dich. Gehst du vielleicht den Weg der Wahrheit, der spirituellen Wahrheit? Ich darf dich ganz herzlich zu meinem Podcast begrüßen. Und wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Autorin. Es geht heute um das Erkennen der Wahrheit und um den Weg der Wahrheit. Es geht um die Frage, warum leben oder fühlen sich manche spirituell erwachten Menschen manchmal allein? Wir befinden uns auf dem Weg durch die Wandlungsphase zu der großen neuen Zeit. Die meisten von uns haben nicht mehr das Gefühl, uns aus Ego-Gründen mit dem Kollektiv verbinden zu müssen, sondern haben unsere wahre Heimat und unsere angeborenen Fähigkeiten bereits erkannt. Wir folgen den Impulsen unseres Herzens und getrauen uns immer öfters, einmal Nein zu sagen, wenn es nötig ist. Wir sind keine Ja-Sager, ohne nachzudenken. Und wir haben auch keine Angst vor dem Alleinsein, denn wir haben gelernt, mit uns selbst glücklich zu sein. Wir wissen, dass wir immer diese große Macht in uns tragen, unsere Realität genauso zu erschaffen, wie wir sie haben wollen. Wir sind alle besonders, weil wir aufgeschlossen, tolerant und akzeptierend sind. Wir sind nicht länger an die einschränkenden Glaubenssätze der Vergangenheit gebunden, sondern wir nehmen neue Möglichkeiten und Ideen mit Begeisterung auf. Wir sind neugierig und suchen ständig nach neuem Wissen und Verständnis. Wir sind selbstbewusst und haben Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten. Wir wissen einfach, dass wir hier sind, um die Welt positiv zu verändern und um etwas zu bewirken. Wir wissen, dass wir viele sind. Wir wissen, dass wir zusammen sehr stark sind und gemeinsam die großen Veränderungen schaffen werden. Lasst uns also immer wieder an unsere Einzigartigkeit und Besonderheit glauben und uns daran erinnern. Lasst uns daran denken, dass wir alle miteinander verbunden sind. Denn wir sind alle Teil desselben großen kosmischen Plans. Wir sind alle eins. Wir sind überhaupt nicht gewöhnlich, denn unsere Umgebung ist es auch nicht. Deshalb werden wir von Menschen, die sich noch sehr Deshalb werden wir von Menschen, die sich noch sehr im Kollektiv befinden, manchmal nicht verstanden. Das ist aber kein Grund für uns, uns nicht weiter mit Fragen der Realität und der Wahrheit zu beschäftigen. Wir geben andere Menschen nicht auf, denn das würde bedeuten, dass wir uns selbst aufgeben. Stattdessen finden wir neue Wege, diese Themen aus einer anderen Perspektive anzugehen, was für diejenigen, die noch im alten System feststecken, manchmal frustrierend sein kann. Wir wissen dies, aber wir geben nicht auf. Wir finden immer neue Wege, wie es weitergehen kann. Uns wird oft gesagt, dass wir etwas Besonderes sind. Oder manchmal wird gesagt, dass wir etwas spooky sind, weil wir eine ganz besondere, einzigartige Gabe haben oder auf irgendeine Weise besonders talentiert sind. Das mag zwar stimmen, aber ich glaube, der wahre Grund dafür, dass wir etwas Besonderes sind, liegt darin,
dass wir uns unserer eigenen Kraft und Stärke sehr bewusst geworden sind. Wir haben keine Angst, den Status quo zu hinterfragen und die Autoritäten herauszufordern. Wir wissen, dass wir die Fähigkeit haben, unsere eigene Realität zu schaffen, und wir haben keine Angst, unsere Macht dafür einzusetzen. Wir sind uns auch unserer Verbindung zum kollektiven Bewusstsein bewusst, und wir nutzen diese Verbindung, um anderen zu helfen, die noch im alten System feststecken. Denn wir sind hier, um uns an unsere eigene Macht und Stärke zu erinnern, und wir sind bereit, unsere eigene Realität zu erschaffen. Und wir helfen gerne, wenn man uns darum bittet. Wenn du dich also verloren oder alleine fühlst, erinnere dich stets daran, dass du nicht allein bist. Denn wir gehören zusammen. Und wir sind alle etwas Besonderes, weil wir unsere wahre Macht und Stärke bereits erkannt haben. Wir sind hier, um dir zu helfen, dich an deine eigene Kraft zu erinnern und deine eigene Realität zu erschaffen. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir alle etwas Besonderes sind, weil wir uns selbst erkannt haben und dadurch unsere eigene wahre Macht und Stärke in uns selbst immer mehr wahrnehmen. Wir sollten uns niemals aufgeben oder uns mit Fragen der Realität und Wahrheit auseinandersetzen. Stattdessen sollten wir immer neue Wege finden, diese Themen aus einer anderen Perspektive anzugehen. Ich hoffe, dieser kleine Podcast bringt dich ein bisschen zum Nachdenken und hat dich ganz besonders gestärkt. Und ich bitte dich, diesen Podcast zu liken und zu teilen, denn es ist wichtig, dass die Lichtarbeiter sich an ihre Kraft erinnern und das Licht dadurch immer mehr an Kraft gewinnt. Ich danke dir für deine Liebe und dein Licht. Bis zum nächsten Podcast.